Ethan! Komm schon, geh ran, geh ran. Alex. Hier lang. Wow. Ich war ewig nicht mehr hier. Sollte ich jetzt, weiß nicht, total ausflippen? Hey, meiner Erfahrung nach sollte man es immer vermeiden, auszuflippen. Hat's geklappt? Ich habe das Sicherheitsteam vor Ort kontaktiert. Sie verzögern die Sprengung, bis wir ihn gefunden haben. Ach, wenigstens haben wir so keinen Zeitdruck. Hey, alles okay? Charlotte dreht gerade bestimmt durch. Hey, sie ist tough. War sie schon immer. Na komm, lass uns suchen. Dieser Bengel. Kannst du dir vorstellen, was wir uns von Papa eingefangen hätten, wenn wir an seiner Stelle wären? Hey, wir werden ihn finden. Ja, du hast recht. Danke für deine Ehrlichkeit. Ein Glück hast du mir davon erzählt. Natürlich. Ich werde mich umsehen. Sag Bescheid, wenn ihr etwas findet, okay? Klar. Ich schau mich um. Ich frag mich, wie Ethan in die Mine kommen wollte. Beende ich jetzt schon das Spiel? Ich wollte nur mal gerade sagen, ich wollte jetzt vorhin nicht so die ganze Zeit reden, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das war so ein schöner Bruder-Schwester-Moment, weißt du? Und ich habe jetzt einfach mal darauf vertraut, dass auch wenn er uns eventuell nicht wirklich alles glaubt, kann ja sein, ich habe darauf vertraut, dass er vielleicht merkt, dass wir daran glauben, dass es uns wirklich belastet und all sowas und dass er uns deswegen nicht auslachen würde. Weißt du, was ich meine? Und ich muss jetzt mal ganz kurz das Fenster zumachen, die Müll erfuhr. So, hier bin ich wieder. Ich mache auch gleich Feierabend. Ich habe am ersten Tag einen Job an Land gezogen. Vielleicht ist dieser Neuanfang noch zu retten. Wir freuen uns, neue Ergänzung für unsere Angestellten in dem Black Lantern vorzustellen. Wir sind froh, dass du hier bist, Alex. Vielleicht kannst du sogar Gabe ein oder zwei Sachen beibringen. Hey, sie könnte mir wenigstens mehr als zwei Sachen beibringen. Sie hat sogar Sinn für Humor. Bin froh, dass du eigentlich hier bist, Alex. Oh Gott. Gut. Etwas sagt mir, die zwei passten nicht so gut zusammen. Oh. Oh. Die Riley ist jetzt Single. Sie hat sich also wirklich von Mac getrennt. Oh Gott. Die Sprengung wird aber jetzt nicht durchgeführt. Haven hat ein Indie-Kino? Beeindruckend. Ja gut, irgendwie schon. Ja, das ist meine Wahl, dich heute Abend kennenzulernen. Ich hoffe, dass du in Haven ein eingeladenes Heim findest. Ich freue mich sehr. Okay, danke. Okay, ich mache jetzt erstmal hier weiter. Es ist irgendwie ein bisschen pietätlos, das zu machen, während wir eigentlich einen kleinen Jungen in der Mine suchen. Wo ist eigentlich wieder? Ist der auch da? Ach, wirklich? Ja.
cool. Eine Mörderscheune. Nein, 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 nein. Und nochmals nein. What the fuck? Wie kann der Gummizombie das ungruseligste Ding hier draußen sein? Hey, Bro. Lass uns bei der alten Mine die Kante geben. So aus der Nähe betrachtet, wirken diese Bergbaugeräte schon ziemlich mörderisch. Das wahre Monster ist der Alkoholkonsum Minderjähriger. Ich versuche mich mal ein bisschen zu beeilen. Vielleicht braucht Julie McNamara deine Anerkennung gar nicht. Psst. Erst finden wir Ethan, aber danach mache ich damit auf jeden Fall eine Spritztour. Alex hat mich gewarnt, aber ich habe es nicht verhindert. Ich bin so ein beschissener Versager. Ethan bedeutet Gabe so viel. Wir müssen ihn finden. Komm schon, Ryan. Alle verlassen sich auf dich. Ryan lässt sich von seiner Angst nicht aufhalten. Ich bin froh, dass er hier ist. Ich auch. So. Ganz kurz, im Eingang. Damit zu fahren macht bestimmt weniger Spaß, als man denkt. Stell dir vor, du sitzt da unten fest. Oh. Was ist hier passiert? Heftiger Einsturz. Eingeschlossene Bergarbeiter. Wären fast gestorben. Jet führte alle wieder an die Oberfläche. Gott. Ja, und Vorarbeiter Jet wurde zum örtlichen Helden Jet. Daraufhin hat Typhon diese Anlage geschlossen. Und Jet konnte die Black Lantern kaufen. Ha. Dasselbe Symbol. Dient dieser Ort als Grundlage für Ethans Comic? Dachte ich mir schon. Eingestürzt. Okay. Okay, wenn diese Wand eine Illusion ist... Also doch das Tor. Keine Spur. Vielleicht sollten wir... Fällt dir was auf? Wie krass. Das gibt's doch nicht. Die ganze Story handelt von Ethans Figur, die in seine Monsterfestung eindringt, tief unter der Erde. Das könnte die Mine sein. Sieht man, wohin er ist? Weiß nicht. Der Comic endet, als der Monsterjäger auf einen Wachturm klettert, der ihm zeigt, wo er hin muss. Da! Das Silo. Ich wette, da ist der Turm. Da wird er sein. Du bist ein Genie. Ja. Gut gesehen, Alex. Gabe, willst du versuchen, das Tor aufzuschließen? Schon dabei. Wir sollten durch das Aufbereitungsgebäude dahin kommen, wenn wir es irgendwie reinschaffen. Komm, wir schauen mal. Okay. Ethans Comic basiert auf diesem Ort. Vielleicht sollte ich seine Zeichnungen mit anderen Dingen in der Umgebung vergleichen. Wenn der Zombie also hier ist, dann... Ja. Falls Ethan wirklich dem Weg in seinem Comic folgt, macht es die Suche viel einfacher. Okay.
Warte, also... Ist Ethan... Durchs Tor. Oh, Mann. Denkst du, hier ist eine Seitentür oder so? Ich weiß nicht. Es wäre möglich. Hilf mir mal. Klar. Das hast du im Comic gefunden? Ja, Ryan, hab ich. Ich versuche das Licht einzuschalten. Finde du heraus, wo Ethan ist. Ethan ist bestimmt hier lang gegangen. Aber wie ist er wieder rausgekommen? Wenn ich den Hörer abnehme, meldet sich bestimmt ein Dämon auf der anderen Seite. Nein, danke. Ann, alles okay? Tut mir leid, dass ich dich auf der Arbeit störe. Ich war gerade beim Arzt. Ich konnte nicht warten, bis du nach Hause kommst. Liebling? Ich bin schwanger, Jet. Oh mein Gott, das muss ich gerade lesen. Manchmal kannst du die Schwere dessen, was jemand gleich sagen wird, fühlen, bevor sie überhaupt ein Wort rausbringen. Du erkennst es daran, wie sie atmen, an der Leere, in der sie ihre Worte wählen. Du fürchtest dich, denn du weißt, dass was auch immer... Warte. Ich bin verwirrt. Nein. Oh. Ich musste aufstoßen. Und vorlesen wollte ich. Du fürchtest dich, denn du weißt, dass was... immer sie sagen werden, alles verändern wird und der Moment dauert eine Ewigkeit. Und dann sagt deine Frau, ich bin schwanger, Jet. Und vielleicht kommen dir diese Worte erst vor, als seien sie in einer anderen Sprache, ein Gedicht aus Tönen ohne klare Bedeutung. Vielleicht brauchst du einen Moment, um dich zu erinnern, was schwanger bedeutet. Und noch einen, um zu erkennen, wie es sich auf N bezieht, auf dich. Und dann ist dein erster lächerlicher Gedanke noch vor, ich werde Vater sein. Oder wir sind so viel älter als gedacht. Stattdessen, wir sollten ihn Ryan nennen. Ich hatte einen Onkel namens Ryan. Es ist ein guter Name. Und dann weinst du vielleicht, denn alles ist so groß und die ganze Form der Welt hat sich verändert. Gott, ist das schön. So. Hm? Da habe ich aber gute Nachrichten für dich. So viel Zeug. Einfach zurückgelassen. Ich glaub ja nicht, dass das klappt. Au! Verdammt! Okay, Moment. Warte mal. Treppe? Machen wir gleich. Ich glaube, wir müssen zur Treppe. Ich erinnere erstmal hier. Ich frage mich, wie man die wohl öffnet. Gibt es hier irgendwo einen Schalter? Ich glaube ja nicht, dass das klappt. Ein Versuch war's wert, oder? Ethan muss irgendwo anders durchgekommen sein.
Mal sehen, ob ich's rausfinden kann. Das Ding hat seine besten Tage hinter sich. Ja. Da schlafe ich ja lieber auf dem Boden. Ich glaube, Fenor bekämpft bestimmt keine Bettwanzen. Hätte es sein können. Oh, eine tote Krähe. Das ist hoffentlich kein schlechtes Omen. Nein, es ist ein gutes Omen. Du wirst Milliardärin. Ich würde gerne alle Knöpfe drücken. Gleichzeitig traue ich mich nicht, auch nur einen zu drücken. Die Treppe. Ethan ist bestimmt nach oben gegangen. Ich glaube echt, dass Ethan hier hochgegangen ist. Okay, aber wie ist er hier rausgekommen? Kein... Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Da hinten ist Schutt. Hi, gruselige Bruchbude. Stürz bitte nicht ein, solange wir hier drin sind, ja? Danke. Matchbox? Hoffentlich sind da Twinkies drin. Die schimmeln wenigstens nicht. Das kam im Comic nicht vor. Okay, die Treppe war's. Gut, ich gehe nicht rein, aber weil ich es will. Nicht, das kam im Comic nicht vor. Ich bin mir zu ungeduldig. Es tut mir leid. Ich glaube, ich werde langsam müde. Ich mache wirklich Feierabend, wenn man den kleinen Knops gefunden hat. Für Vorsicht ist es jetzt ein bisschen zu spät. Ja. Ah. Ist nicht im Comic. Check. Das Silo. Wir kommen der Sache näher. Oha. Ethan ist von hier auf das Förderband gesprungen? Keine Chance. Ich suche mir lieber einen anderen Weg. Scheint, als wäre Ethan über das Förderband raus zum Silo geklettert. Scheiße. Achtung! Hey, cool. Du hast die Tür geknackt. Ja. Man muss sie anscheinend öffnen. Krass, oder? Ein Wunder, wie es im Buche steht. Okay. Ich bin an der Treppe vorbeigelaufen. Ja, genau. Das ist mir jetzt gerade auch aufgefallen. Hallo, zukünftiger Ehemann. Oh Gott. Was hat so lange gedauert? Schlösser knacken verlernt man nicht. Ist wie Fahrradfahren. Ich hab Fahrradfahren verlernt. Wohin als nächstes, Alex?
Thanor schaut aus dem Wachturm und entdeckt den geheimen Eingang zur Festung. Wenn wir nur... Da. Da muss er sein. Das ist bei der Schlucht. Scheiße. Kommt schon. Hä? Sind wir nah dran? Glaub schon. Ethan? Ethan! Ethan! Ich bin unterwegs. Moment. Warte. Hier. Ethan? Alles okay? Keine Sorge, wir bringen dich in Sicherheit. Bin gleich da. Nein! Nein, 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 nein! Er hat so große Angst. Wenn ich ihm zu nahe komme... Das klappt nicht. Wir sind zu schwer. Scheiße. Was ist mit mir? Alex, bist du dir sicher? Erinnerst du dich noch daran, wie man ein Sicherungsseil anbringt? Sehr gut. Zeig's mir. Alles okay? Ja. Ja, alles gut. Bist du sicher? Wenn nicht, ist auch okay. Nein, alles okay. Weißt du, wenn du das sagst, glaube ich dir sogar. Alex, kannst du mir bitte in die Augen sehen? Ich bind dieses Seil jetzt um deine Taille. Dein Bruder hält das andere Ende fest. Er nutzt den Baumstumpf als Angelpunkt, um dir jederzeit mehr Seil zu geben. Verstanden? Denk schon. Sehr gut. Du machst das super. Und denk dran. Bleib konzentriert. Dann geht alles glatt. Kinderspiel. Kinderspiel. Durch, Ethan. Ich komme. Du schaffst das, Alex. Geh zurück! Du verletzt dich noch! Ich werde nicht ohne dich zurückgehen. Ich bin bei dir, bis wir sicher sind. Hey, Ethan. Ich bin für dich da, okay? Nein! Geh weg! Es ist zu viel.
muss dafür sorgen, dass er sich beruhigt. Ethan, du musst dich beruhigen. Atme mal tief durch. Ich hätte niemals herkommen sollen. Ich war so dumm. Okay, hey, konzentrier dich. Sprich mit mir. Willst du mir erzählen, wie du es hergeschafft hast? Ich wollte rüber auf die andere Seite. Dann fiel der Baumstamm runter. Alles gut. Ist okay. Reden wir darüber, was wir jetzt machen. Gabe hält uns. Wir werden nicht fallen. Er hält das andere Ende des Seils fest. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Und wenn ich's tue... Du wirst schon nicht fallen, okay? Es macht keinen Unterschied. Es ergibt keinen Sinn. Er muss sich beruhigen. Wir können hier nicht bleiben, Ethan. Wir müssen... Es wird mich sehen. Wenn ich mich bewege, sieht es mich. Was wird dich denn sehen? Du verstehst das nicht. Er hat recht. Das tue ich nicht. Ich kann ihm nicht helfen, wenn ich nicht verstehe, wovor er Angst hat. Und der einzige Weg, es zu verstehen, ist zu fühlen, was er fühlt. Ach, fuck. Ich kann nicht fassen, dass das passiert. Ich schaffe das. Ich krieg das hin. Mit mir. Es ist, als würde ich die Welt durch seine Augen sehen. Ich habe all diesen Kram mitgebracht. Nichts davon wird mich retten. Ich fühle nicht nur, was Ethan fühlt. Ich sehe die Welt so, wie er sie sieht. Die neunte Wächterin hätte keine Angst. Aber sie ist nicht real. Das Monster schon. Das Monster? Ich dachte, ich könnte das Monster jagen. Aber es jagt mich. Sie jagt mich. Okay. Er hat keine Angst zu fallen. Er hat Angst vor... Shit. Es darf mich nicht sehen. Es darf mich nicht sehen. Das kann doch nicht sein. Oh, aber es sieht verdammt echt aus. Hey. Hey. Ich sehe es auch, Ethan. Das Monster. Ich sehe es auch. Und ich habe auch Angst davor. Aber Ethan, es gibt keine Gefahr. Weißt du warum? Es kann mich nicht sehen. Armreif des Verschwindens. Genau wie die neunte Wächterin. Ich dachte, das war nur eine Geschichte. Naja, einige Geschichten sind wahr. Wie Monster. Also, du nimmst jetzt meine Hand, okay? Solange du dich an mir festhältst, passiert nichts. Schau nicht runter, okay? Es sind nur ein paar Meter. Sie kommt zurück. Halt das Seil straff, Gabe. Das ist noch nicht vorbei. Oh Gott. Okay. Ein Schritt nach dem anderen. Ja, Ethan? Ich habe immer noch so doll Angst. Du musst überhaupt keine Angst haben. Ich hab dich. Was, wenn du loslässt? Scheiße.
Glaubst du, der Stamm hält? Keine Sorge. Denk dran, ich bin den Weg schon mal gelaufen. Er könnte trotzdem brechen. Unsere Emotionen sind verbunden. Ich muss ihn beruhigen. Ganz ruhig. Alles klar. Geschafft. Ich hab dich. Was ist nicht wirklich passiert? Das ist es. Oh mein Gott. Das ist nicht. Oh mein Gott. Wie sind. Jetzt tut mir leid. Ich muss gerade wieder dran denken. Ihm weggeboxt hat. Die Scheiße. Wie so Punk. Scheiße. Das ist eigentlich zu lachen, aber das hat ihn auf einmal so doink weggeboxt. Oh nein. Oh nein. Oh nö. Scheiße. Okay, wir haben Kapitel 1 fertig. Ich weiß nicht mehr, wie viele Kapitel das sind. Ich habe es irgendwo gelesen. Ja, aber Kapitel 1 haben wir fertig. Ja, passt ja ganz gut. Ich würde nämlich auch gleich Feierabend machen. Denn noch pinkeln. Dann mal gucken, ob ich dann schlafen kann. Weil eigentlich bin ich jetzt ein bisschen müde geworden. Oh. Oh mein Gott, jetzt habe ich aber wirklich gerülpst. Es tut mir leid. Ich lasse es drin. Okay, Alex hat Gabe von Ethans Plan erzählt. Haben 51 Leute gemacht, ja. Ist also doch echt nah aneinander. Weil die Wahrheit gesagt, 66%. Alex hat Gabe von ihrer Kraft erzählt, 70%. Ja, also halt, ja.
bin froh, dass ich das getan habe. Ich bin froh, dass... Ja, wie gesagt, ich habe einfach nur darauf vertraut, dass er die Sorgen von Alex wenigstens ernst nimmt. Selbst wenn er nicht an sowas glauben sollte. Umarmt. Mutti, ehrlich zu sein. Ja. Gartenzeug. Penelit angehört. Mhm. Alex hat Ryan gesagt, Gabe sei ein Nerd. Okay, andere haben gesagt, er wäre krass. Okay, cool. Alex hat aufgerockt. Ich bin so freudig, dass ich das gemacht habe. Hat die Spur von Gabes Suche gefunden? Ja. Alex war sich nicht sicher, was sie von Haven hält. Ja. Ich würde ehrlich sein. Alex hat Jet gesagt, sie war nie Kellnerin. Alex hat Gabe gesagt, sie liebt Gitarre. Sie wird auch. Chat war ein Arbeitsmiskel beeindruckt. Yeah! Steph hat sich gegen. Was? 39% wurden von ihr geschlagen. Ich habe auch erst irgendwann mal mitten im Spiel gemerkt, dass das. Das. Entschuldigung. Wie das funktioniert, so, das würde ich eigentlich sagen. Riley hat sich nach der Schlägerei von Mac getrennt. Riley und Mac sind noch zusammen. Hm. Ducky konnte sein Lieblingsgetränk. Okay. Und. Oh. Oh. Ich hab's noch beendet gekriegt. Ist jetzt mein. Warte mal. Ach doch, mein Mikrofon. Du hast ja Schwarzbild. Ich wollte dann erstmal noch gute Nacht sagen. danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in Kapitel 2, wenn du Bock hast. Tschüss.